Hallo von Schnittstelle Baustelle in Blaubeuren. Heute gibt es das Fokusthema der barrierefreie Zugang zu einer Dachterrasse. Ich habe mit einigen Teilnehmern schon gesprochen, die haben gesagt, sie sind hier, weil eigentlich dieses Detail gar nicht so richtig auf der Baustelle gelöst werden kann und manchmal wird sogar gepfuscht. Was sagst du dazu? Genau, also ich glaube, dass es kein Thema ist, was man auf der Baustelle lösen kann. Man muss sich vorher ordentlich Gedanken machen, um halt eben diese Details, die sich dort ergeben, vernünftig lösen zu können. Also die Planung ist wichtig, die vorausschauende. Und dann muss man natürlich schauen, gerade was das Flachdach anbetrifft, dass man hier eine Bemessungsaufgabe zu bewältigen hat. Das heißt, ich muss da auch eine hygrothermische Bemessung durchführen. Ich kann nicht einfach sagen, ah, ich baue das jetzt so und so in der Schichtenfolge, sondern ich muss mir es genau an. Ganz kurz, was ist eine hydrothermische Bemessung? Also ich muss im Grunde genommen halt eben schauen, welche Bauteilschichten von Feuchtigkeit betroffen sein können, also die Schaden nehmen können, wenn sie zu feucht werden. Die muss ich identifizieren und die werde ich dann in einer Feuchteschutzberechnung genauer betrachten und schauen, ob mein gewählter Aufbau auch zu geeigneten, das heißt niedrigen Feuchtigkeitsgehalten im Bauteil führt. Und das Referententeam aus Wolfin in Therm und Proklima stellt jetzt an einem Modell vor, wie man so eine Dachterrasse oder so einen barrierenfreien Zugang lösen kann. Was ist denn das Wichtigste von Proklima Praxis- und Theorieteil, was du sagen würdest, das sollte man sich merken? Also es geht wirklich darum, wie gesagt, zu planen und dann halt eben die Konstruktion auch gewissenhaft auszuführen, sich auch an die Planung zu halten, Materialien zu verwenden, die auch für den Anwendungszweck geeignet sind. Also nicht einfach irgendwelche Dinge, die dort möglicherweise auf der Baustelle oder im Auto vorhanden sind, zu verwenden und damit dann halt eben ein vernünftiges Ergebnis zu erzielen. Okay, dann Dankeschön. Sie sehen also, es ist möglich zu lösen, aber Planung ist nötig. Falls Sie Fragen haben, schreiben Sie doch an info@schnittstelle-baustelle.de. Formulieren Sie einfach konkret Ihre Frage und wir leiten Sie an die entsprechende Technikabteilung weiter.